herzlich willkommen hier zurück bei Let's Play FIFA 15. Karrieremodus mit dem Hamburger Sportverein, zweite Saison. Winterpause ist hier gerade am Ende und ich bin heute ein bisschen leiser, weil auch die letzte Folge habe ich gleichzeitig auch hintereinander aufgenommen, mitten in der Nacht. Ich produziere mal so ein bisschen vor, so meistens 3 bis 5 Folgen, um einfach euch die Möglichkeit zu geben, täglich um 16 Uhr eine neue Folge zu bringen, dass wir nicht so lange, so wie die erste Saison, da habe ich leider im ganzen Dezember keine Zeit gehabt, euch, Videos zu bringen. Und da gab es schon die ersten Beschwerden, hey, warum kommt nichts mehr? Und deswegen habe ich jetzt gesagt, ich produziere vor. Eigentlich fand ich es cooler, Folge für Folge aufzunehmen, zu machen, um mehr mit der Community zusammenzuarbeiten. Das mache ich immer noch. Ihr könnt immer noch schreiben, bla bla, und ich werde auch immer wieder in Folgen was erwähnen. Auch wenn es vielleicht ganze 10 Folgen später erst ist oder so. Das liegt einfach daran, ich musste mich entscheiden, will ich euch täglich was bringen, will ich im Fluss da drin haben, um euch zu unterhalten, oder will ich mit euch intensiver zusammenarbeiten. Deswegen habe ich mich entschieden, dieses Thema intensiver zusammenarbeiten nicht in dem Video selbst zu machen, sondern in der Community. Also kommentiert hier im Video, beziehungsweise geht auf facebook.de/brohawks oder ganz neu jetzt twitter.de/brohawks und macht doch einfach da mit und kommentiert und lasst uns diskutieren, tun und machen. Das macht dann richtig Lust, also bitte seid mir nicht böse, weil, warum ich das erkläre, nochmal wegen Dezember ist, ich will mit euch mehrere Saisonen durchschaffen. Und das kann auch mal länger dauern, und wenn man nur alle 3 Tage, so wie ich es am Anfang gemacht habe, ein Video online bringt. Und wenn wir jeden Tag ein Video online bringen, können wir halt schon relativ schnell in die dritte Saison gehen, und das bockt halt. Ich denke, ja, das wollt ihr auch. Ihr wollt auch mehr am liebsten. Ich glaube, ihr könntet auch abhaben, dass ich am Tag 5 Folgen online bringe, aber das ist dann auch wieder too much. So, wir schauen mal jetzt hier weiter. Die letzten 5 Stunden. Lasoga haben wir in der letzten Folge noch am Ende verkauft. Jansen und Badell würden wir gerne noch loswerden, aber die will keiner mehr haben. Das ist schade, besonders Jansen, der Vertrag, der dann ausläuft. Wirklich, wirklich schade, weil ich werde ihn wohl nicht verlängern. Und dann klicken wir nochmal drauf. Es kommt auch keine E-Mail mehr. Wir sehen auch, es gibt keine spannenden Wechsel. Diese Wechsel kennen wir schon von der letzten... Oh, Demsey zu Frankfurt. Oder Korchanjanjasov zu den Bayern. Und, ja, wir schauen uns mal an, ob es überhaupt irgendwelche Wechsel gibt. Wenn ich hier knister, Entschuldigung. Ich reinige mal kurz. Wir schauen jetzt mal, ob es irgendwelche spannende Wechsel gab. So, Kaiserslautern, der Aufsteiger, der wirklich knapp um den Abstieg kämpft, macht nichts. Dann Nürnberg hat sich Akevedo, den kenne ich, der ist klasse. Junger, guter Spieler. Piritz und Yilmaz geholt. Leider macht das Spiel mal weiter, deswegen muss ich rumsipschen. Mainz hat sich Luis Adriano und Kavinyaki geholt und Nedelev ist gegangen. Leverkusen hat sich Ibisevic geholt und Höger, das ist ja der Wahnsinn, Höger von Schalke. Noch in den letzten Folgen gesagt, einer der besten zurzeit, finde ich, bei Schalke. Dortmund hat sich nichts gemacht, Gladbach hat nichts gemacht, dann Frankfurt hat Trapp verloren an uns nämlich, hat aber dafür Adler bekommen, Ndoi und Dempsey geholt. Dann haben wir Augsburg verliert Bayer, aber hat sich Mireles geholt. Dann Bayern hat sich Stindl, Morui, Lubanzev und Kocenetjadjozov geholt. Was geht denn da alles ab, ey? Und jetzt hat das Spiel wieder weitergemacht. Bayer ist jetzt bei Schalke und Höger ist natürlich gegangen, wissen wir schon. Morales ist jetzt bei Greuther Fürth. Und wir sehen bei Hamburg Embolo, der viel von euch gewünscht wurde, ausgeliehen nur, Kaufoption 2 Millionen. Bisher noch nicht gespielt. Kane war schon gut. Trapp abgegangen ist Zoller für Kane. Adler ist gegangen für Trapp. Steinmann, Jung und Lasoga. Jung und Steinmann sind, glaube ich, nur ausgeliehen, wenn ich mich recht erinnere. Lasoga haben wir verkauft für 7 Mille. So. Hertha hat nichts gemacht. Lasoga jetzt bei Hoffenheim. Modest und Volland. Oh, 2 Stürmer haben sie verloren. Kein Wunder, warum die sich noch einen Stürmer schnell gesucht haben. Und Wolfsburg hat sich Dos Santos, das sehen wir auch nicht mehr rechts, geholt. Und Fuakuputututututu zu Bremen. Das war's. Das war die Wintertransfersphase der zweiten Saison.
Und wir schauen mal, was für ganze E-Mails wir kriegen. Jugendmannschaft, haben wir nämlich auch noch klasse Spieler. Hier, guck mal, der könnte rein durch Stärke 65 haben. Werde ich jetzt auch sofort einen Vertrag anbieten, dass wir ihn gleich expandieren lassen können. Bei uns. Oder vielleicht auch ausleihen. Das hätten wir vielleicht schon früher machen können. Ich depp, aber egal. Und ein Stürmer, aber der ist nicht so prickelnd. Dann Zomak. Was ist das denn hier? Jetzt irgendwelche Torbeete. Da muss ich jetzt erstmal die Scouts wieder stoppen. Wellenreuter. Ne, ist nix. Pollersbeck von Kaiserslautern. Ist auch nix. Maximilian Meyer hatte ich ja überlegt, jetzt doch nochmal zu holen. Das habe ich jetzt auch wieder abgehakt. Vielleicht in der nächsten Saison. Mal gucken. So, Polen will uns haben. Ich interessiere mich zurzeit nicht für die Nationalmannschaft. Ich möchte gerne mich weiter für den HSV konzentrieren. Und wir sehen, es wurde gar nicht so viel ausgegeben. In der ganzen liegen nur 61,1 Millionen Euro. So, und Trigaros. Ich bin nicht zufrieden, hier festzusitzen und nicht in die Mannschaft berufen zu werden. Ich möchte den Verein im nächsten Transferfenster verlassen. Er wollte ja eigentlich schon in der Winterpause gehen. Ich hätte ihn ja auch gerne hergegeben, wenn ich was anderes Gutes gefunden hätte. Jetzt fällt mir wieder ein, ich wollte ja eigentlich Maximilian Meyer mit ihm tauschen. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Egal, da muss er jetzt durch. Vielleicht können wir ihn auch noch demnächst mehr einsetzen. So. Tun wir mal hier in der Abwehr Giroud mal ein bisschen. Ach, die Maus geht wieder auf den Sack. Motivieren. Übrigens. Nee, hat sich erledigt. Jetzt fällt mir ein, dass ich Anfang dieser Folge ja schon erzählt habe. So, Adress. Noch ein Torwart. Geh. Oh, sind die mies. Geh. Maracananen. Nee. Aus Spanien gibt es neue Möglichkeiten. Aber nicht für uns. Und es gibt wieder Embolo. Hallo Trainer, ich glaube, ich wäre der richtige Mann, um die momentan freie Position von Lasoga zu übernehmen. Ich hoffe, sie geben mir eine Chance. Du kriegst auf jeden Fall eine Chance, aber du wirst nicht Lasoga ersetzen. Soweit schon mal, ne? So. Wir brauchen jetzt erstmal nichts zu scouten mehr. Nein, danke. Das geht mir nicht auf Dauer. Uff, das Sack. So, und wir sind jetzt hier im DFB-Pokal und wir spielen gegen Wolfsburg. Das sind, oh, es gibt Köln gegen Paderborn, die einzigen etwas kleineren Vereine hier noch drin. Dann Dortmund gegen Bremen und Schalke gegen die Bayern. Oh, das wird ein Hammer-Halbfinale, wenn da die richtigen durchkommen. Aber schon mal geil. Also Paderborn oder Köln, einer kleiner Verein auf jeden Fall schon mal im Halbfinale. Und ich hoffe, wir können gegen Wolfsburg, das gucken wir uns jetzt mal an. Die Tabelle haben wir ja in der letzten Folge nicht angesehen. Wolfsburg sind Sechster. Und wir haben ja gewonnen gegen Nürnberg 2-1. Auch wenn ich das Ergebnis verraten habe, klickt ruhig zurück und guckt es euch an. Wir sind Zehnter und sind noch immer leider 5 Punkte weg von Platz 6. Aber wir spielen ganz anderen Fußball in der letzten Saison. Auch wenn es jetzt ungefähr wieder genauso aussieht wie in der letzten Saison, glaube ich, diesmal wird das noch ganz anders werden. Bin ich mir sicher. Sehr sogar, ehrlich gesagt. Ich frage mich, wo dieser dritte Player herkommt. Ich habe keinen dritten Joystick. Ich weiß nicht, wo das Spiel, wo plötzlich einen dritten Joystick her sich herholt. Interessant. Ist hier jemand und schummelt sich hier in mein Spiel rein? Hallo, guten Tag. Ich habe so einen PlayStation 2 Controller angeschlossen, der so einen Adapter mit zwei Anschlüssen hat. Mehr auch nicht. Weiß nicht, wo er den dritten herholt. Oh, wir müssen nochmal raus, bevor ich jetzt mich wieder vergesse. Müssen wir auf Trikotnummern und wir wollen Trapp natürlich die 1 geben. Ich kann es ja gar nicht leiden, wenn mein Stammtorwart irgendwelche komischen Nummern hat. So. Ich will auf jeden Fall ein paar Sachen ändern. Und zwar soll Heinz, auch wenn die Form, ja gut, Sobetschs Form ist auch schlecht, will ich auf dabei haben. Und ich muss sagen, dieser Diak, ne, war für seine Stärke 54 gar nicht so schlecht gegen Nürnberg. Zimmer ist leider angeschlagen. Deswegen nehme ich jetzt mal, gut, Götz ist auch angeschlagen. Dann ändere ich da nichts. Das wird jetzt gar nicht so einfach, ehrlich gesagt, hier zu entscheiden, wen ich einwechsle und wen nicht. Ich werde Janotzeis sehr müde. Schwierig, schwierig. Würde ja gerne sowas mit Müller und Jacken spielen lassen, aber bei so einem Spiel
Da bin ich ja doch ein bisschen vorsichtig, muss ganz ehrlich sagen. Ihren Zeit raus und wir lassen Kane spielen. Ist eigentlich ein Stürmer, aber er war gut auch auf LV letztens. So. Nehmen wir mal die Jacke für Januzaj hier mit. Eigentlich würde ich ja gerne mal im Bolo spielen sehen. Aber ich glaube, heute werden wir nicht dazu kommen, weil wir brauchen wohl Paulsen noch an diesem wunderbaren Spieltag. So. Ich weiß auch gar nicht, ehrlich gesagt, warum Kleber Kapitän ist. Das ist eigentlich gar nicht meine Absicht gewesen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und das werde ich jetzt mal ändern. Ich will, dass Junuzovic der Kapitän ist. Das ist viel besser. So. Auf geht's in dieses regnerische Spiel. Wolfsburg gegen Hamburg, Viertelfinale haben wir schon mal erreicht. Da kriegen wir schon keinen Ärger mehr, weil wir 4,4 Millionen ja in der Winterpause noch haben wollten. Aber Europa League Qualifikation müssen wir machen, sonst könnte ich den Verein verlieren. Und hier sehen wir es auch nochmal wunderschön. Ich habe mich ja entschieden, je nachdem, was passieren wird für eine Meldung in der Saison, entweder bleiben oder nicht bleiben, werde ich dann eine Art Voting mit euch machen, ob ich mit dem Hamburgsverein Neuspeicherung starten soll oder ob ich da weiterspielen soll. Ich persönlich bin ja für weiterspielen, aber da ja viele von euch HSV-Fans hier bei mir sind, Abonnenten, müssen wir ja darüber sprechen. Aber ganz ehrlich, das sind wieder solche Themen, die brauchen wir jetzt gar nicht erwähnen, weil wir wollen ja, wir werden eh Europa League nächste Saison spielen. Ich bleib jetzt einfach mal so ein richtig extremer Optimist. Schauen wir mal, Wolfsburg. Jung mit Olic vorne, dem Hamburger. Kein Schüle natürlich. Und gab es da gar nichts Spannendes jetzt zu sehen, ehrlich gesagt. Tja, wenn das Spiel jetzt wüsste, dass Bastos drauf hat zurzeit. Beretic. Los geht's. Ich bin gespannt. Gegen Schalke hatte ich lange das Gefühl, oder eigentlich die ganze Zeit das Spielgefühl, wir sind auf der gleichen Wellenlänge. Leider hatte man dann in der Bundesliga mit der 1-0 Führung ab der 18. Minute noch 2-1 verloren, was sehr schmerzhaft war mit dem Elfmeter. Mal gucken, wie das mit Wolfsburg jetzt läuft. Direkter Konkurrent in der Bundesliga auf einer Position, wo wir hinwollen. Es gibt gleich schon mal die gelbe Karte hier. Bisschen früh, finde ich, aber für Olic. Wir können uns daran freuen. Erfreuen. Ayan auf Wilshere. So, und Trapp, ehrlich gesagt, gegen Nürnberg. Wenig gesehen. Nürnberg hatte zwei Chancen, ein Tor gemacht. Das ist eine nicht gute Bilanz, aber ich hoffe mir natürlich, dass er noch richtig in Fahrt kommen wird. Natürlich hat Adler mehr Erfahrung. Das war der Vorteil der ganzen Geschichte beim HSV. Und jetzt Olic. Oh, Giroud. Geile Grätsche. Nicht gut geklärt. Nicht gut geklärt. Wie gesagt, tut mir leid, wenn es mich emotionslos ist. Ich nehme mal wieder ein bisschen nachts auf, wie immer so gerne. Bin ein bisschen leiser. Das sollte uns aber nicht hindern, hier jetzt zu fetzen, dieses geile Spiel. Oscholek. Wheelchair. Oh, das war schon brutal, aber es war Ball gespielt. Brignard. Schäfer. Ich war es nicht, Leute. Naja, Spaß. Oh, 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 Hand! Wenn er schießen soll, das hätte ich ihm empfohlen. Ui, Trapp! Junuzovic, passt auf Oscholek. Podolski wieder dabei nach seiner Verletzung.
Lange war da gefehlt. Holtby auf Kane. Ah, schade. Er ist halt wirklich ein Mittelstürmer. Das sieht man auch in seiner Größe. Eigentlich kein guter Mann für RV. Aber da mir LV gefallen hat, versuche ich es trotzdem mal. So, Wiltshire. Oscholek. Oh, das war knapp. Podolski. Hat auch eine gute Zeit gespielt, bevor er verletzt war, meiner Meinung nach. Oscholek. Jetzt muss die Flanke kommen. Ah, schade. Ja, Holtby. Der kleine Mann soll Kopfball gewinnen. Wie soll das denn gehen? Oh, da kommt er durch. Ei. Nicht gut gemacht von Luis Gustavo. Abstoß. Trab. Eieiei, solche Pässe, ne? Die kann ich ja sowas von nicht leiden. Perisic mit dem Einwurf. Podolski. Ah, weißt du, ich wollte eigentlich zum laufenden Beister machen und dann macht er so einen blöden, unnötigen Lüpfergekacke. Olic. Und Ayan macht das richtig klasse. Konter. Beister. Immer noch Beister und ich wollte gerade Laufpass zu Hobby machen. Wieder ein Schritt zu viel. Schade. Einwurf Wolfsburg, die meines Erachtens ein Tickchen besser sind. Aber es hat hier noch nicht so gut ins Spiel gefunden. Nach gut einer halben Stunde. Oscholek. Podolski. Ja, Podolski für mich den falschen Weg eingeschritten und klar war das Logo und Foul. Da hätte er auch ruhig eine Karte für geben können, meines Erachtens. So, Junozovic auf Wiltshire. Eieiei, das war nicht gut. Von Wiltshire. Überhaupt nicht gut. De Bruyne. Olic. De Bruyne. Und Junozovic war wieder dabei, der Abwehr den Arsch zu retten, wie so oft schon. Lücke, Leute, das mag ich gar nicht. De Bruyne. Olic. Eieieiei. Aber da kann man Trapp nicht die Schuld geben. Da habe ich aufgemacht und das war der Fehler. Hier seht ihr nochmal, da habe ich leider aufgemacht und Luis Gustavo die Chance gegeben, einfach zu schießen. Da bin ich mit Kleber weggerannt. Das war ein absoluter Fehler. Kann man Trapp nicht die Schuld geben. Und jetzt heißt es alles oder nichts. Leider habe ich wohl Batista zu viel gelobt. Er ist nicht mehr so präsent, wie ich mir das erhoffen würde gerne. So, und Kane war vielleicht auch nicht die richtige Kaderentscheidung bisher, meines Erachtens. Mann, das Wort Erachtens habe ich heute auch richtig drauf, Leute. Und nächste Chance, Wolfsburg, De Bruyne. Luis Gustavo, der Torschütze. Olic. Immer noch Olic. Oh, das gibt's nicht. Ich habe nicht mal was gedrückt. Soll ich mich wegzaubern oder was? Das gibt's nicht. So, und Kleber macht heute kein, absolut kein gutes Spiel. Dann würde ich sagen, Ende im Gelände für ihn im nächsten Spiel. Da bin ich ganz streng und wechsle aus. De Bruyne gegen Trapp. Jetzt kann er sich beweisen, Trapp. Diese Mitte, ne? Ach ja, das ist etwas, was ich nicht eingeplant habe, ehrlich gesagt. Und jetzt müssen wir natürlich auf ein 2-2 spielen. Scheiße gelaufen. Podolski. Hobby. Podolski. Oscholek. Richtig gut gemacht jetzt.
Ah! Fast wäre Weißer noch angekommen. Hogby. Kleber. Bei dem bin ich jetzt ein bisschen vorsichtig, ehrlich gesagt. Ayan. Und da ist Kane. Wenig bisher gesehen. Das hat er gut gemacht. Kane. Und es gibt, glaube ich, nicht mehr. Doch, es gibt eine Ecke. Oh, das wird eine heiße zweite Halbzeit, denke ich. So, Strafraumrand. Langer Ball. Der ist gut. Wolby ist leider nicht kopfballstark. Hobby. Junuzovic. Der kann richtig gut schießen. Es wäre gut gewesen, Abschlusstreffer vor der Pausengang, vor des Pausengangs zu haben. Der kann richtig gut schießen, Junuzovic. Aber das war blöd Gelave. Da ist er wieder, Junuzovic. Das war jetzt aber richtig genuschelt. So, und ich muss leider in der Pause mit Kane mir was Neues überlegen, weil traurigerweise klappt das gerade nicht so. Und schon wieder Lücke. Aaron Hunt. Piricic und Hetzert. Ja. Ich habe kein Fazit, ehrlich gesagt. Ich finde es zum Kotzen. So, Dortmund führt 2-0 gegen Werder Bremen. Alles klar. So. Ich werde jetzt mal hier den einfach nur drehen, den Spieß. Und Kane vorne, weil er ist größer als Beister und Beister ist flinker. Vielleicht kann der als RV ein bisschen durch machen, gell? So, mehr werde ich nicht ändern. Das Einzige, was ich mache, ist, ich gehe ein Tickchen offensiver. Und Pressing haben wir ja schon drin gehabt. Und müssen schnell möglich auf 2-1 spielen, dass wir es 2-2 hinkriegen. Ich spiele jetzt erstmal nur auf Verlängerung, ehrlich gesagt. Zu erhoffen. Möglich ist alles im Fußball. Und der HSV hat ja eine gute Saison gespielt. Wiltshire. Junuzovic. Hobby. Wiltshire! Richtig gut gemacht. Ah, schade, letzter Schritt. Hätte sitzen müssen und beißt damit einen Wurf. Ayan. Ah, das war schon brutal. Leider Ball gespielt dabei. Oh, wo sind meine Abwehrspieler eigentlich alle? Und Olic macht zum Glück nochmal einen Pass. Hätte eigentlich schießen müssen. Dann wäre hier Wolfsburg durch gewesen. Pff, Mensch, Trapp. So ganz angekommen ist er bei uns noch nicht. So, jetzt beißt er. Schön gespielt, aber abseits von Kane. Ah, das gibt's doch nicht. Wechsel. Caligiuri kommt für Virinha. Ach Mensch, das regt mich jetzt richtig auf. So Leute, nur mal so nebenbei. Es gibt hier Facebook und Twitter jetzt bei ProHawks. Mitdiskutieren, liken, drücken, Button. Und jetzt konzentrieren wir uns hier auf Podolskis Chance. Immer noch Hobby. Ah. Wollt's nur mal sagen, wenn ihr wissen wollt, was der Link ist von Facebook oder Twitter, in der Beschreibung steht's drin. Jetzt müssen wir uns aber ein bisschen konzentrieren. Sehr schön von Junuzovic. Jetzt gehen wir noch ein Stückchen offensiver. Was soll man sonst machen? Oh, wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich zu Oscholek spielen. Aber okay. Jetzt wird's, wenn wir jetzt nicht bald das Tor machen, sieht's schlecht für uns aus, ganz ehrlich. Beister, Podolski. Richtig schön jetzt von Podolski. Und das ist Beister! Meine Herren! Ah, licks die nieder. Ah, ich glaube, es war sogar Kane, nicht Beister, aber die sehen sie jetzt sehr ähnlich. Ah. So, was machen wir denn jetzt? Es ist ja, das ist scheiße, was hier gerade fabriziert wird. So, die Abwehr kann ich jetzt überhaupt nicht auswechseln. Das bringt mir überhaupt nichts.
Was mache ich? Ich bin gerade überlegen, ob ich die Formation ändere, ehrlich gesagt. Muss ich ganz offen zugeben. Ob ich mit zwei Stürmern spielen soll. Es wäre nach langem mal wieder ein neues Risiko, was ich da eingehen würde. Und ich würde fast schon genauso was hier sagen. Ist das schlau? Ich weiß nicht. Und würde natürlich dann auch sagen, hier, pass mal auf, du bist auch noch mit im Sturm. Und mache jetzt Junuzovic da hinten hin, beiß damit in Sturm und so läuft das jetzt. Und bringe für Wiltshire Dämmer bei. So. Vielleicht bringen wir später noch Paulsen. Also, das ist natürlich jetzt eine Taktik, die ich nur mache, weil ich eh 2-0 hinten dran liege und hoffe, mit drei Stürmern einfach da nochmal zu fetzen, da vorne. Ist natürlich jetzt ein Risiko, was die Defensive angeht, aber ich kann auch am Ende 3-0 verlieren, wenn ich dann eh nichts mehr hinkriege. Kane, Beister. Podolski. Beister! Der muss es jetzt einfach machen, Elfmeter! Das muss doch Elfmeter geben! Und das gibt es auch! Das wäre jetzt aber der Hammer gewesen, wenn es keinen Elfmeter gegeben hätte. Hallo, hallo! Ja, hallo! Die Chance, den Anschlusstreffer zu machen und nochmal ranzukommen. Ja, mehr als, das ist ja wohl, da kann man auch eine Karte geben, aber das gibt es wohl nicht. Dos Santos, der neue Mann, der gekommen ist, kommt für Olic. Und unser guter Beister schießt. Obwohl ich ja ehrlich gesagt sagen muss, ich würde jetzt lieber Podolski nehmen. Der kann mich besser Elfmeter schießen und Beister hat letztens auch nicht getroffen. Deswegen Podolski. Das mache ich aber auch jetzt nur, Entschuldigung, weil ich gewinnen will. Podolski! Ja! Anschluss! Saugeil! Jetzt müssen wir das 2-2 machen. Sehr zentral, aber das passiert ja leider in FIFA oft, dass man zentral Elfmeter macht. Und da freut sich der Trapp. So, 2 Elfmeter in dem Spiel schon. Ne? Wenn ich jetzt richtig bin. Nee, doch. Oder auch nicht. Bin ich jetzt schon zu durcheinander? Ich werde alt, Leute. Und jetzt muss es richtig rund gehen. 20 Minuten sind es noch. Das denkt man viel, aber in dem Spiel geht es leider schneller, als man denkt. Das ist immer die schnellste Phase, finde ich, in dem Spiel. Ab der 70. Und natürlich wird es Leverkusen... Ach, Leverkusen ist schon Wolfsburg auf das 3-1 spielen wollen. Was natürlich uns es schwerer macht. Aufs 2-2 zu spielen. Ah, Junuzovic, kriegt er den Ball nicht. Mist, jetzt gibt es sogar noch Ecke. So, jetzt machen wir nochmal einen Wechsel. Und zwar... Ah, wen nehmen wir denn jetzt raus? Ich wollte eigentlich jetzt Paulsen bringen, aber ich halte es jetzt für schlauer, Berami reinzubringen für Junuzovic. Das war ein guter Ball. Caligiuri. So, seht ihr, schon jetzt nur 5 Minuten Zeit. Jetzt wird es richtig knapp. So, alle draus. Schade, Kane ist eigentlich groß, dachte Kopfball stark. Dämmer bei. Wieder Dämmer bei. Ayan. Dämmer bei. Podolski. Immer noch Podolski. Ayan. Berami. Holtby. Und das ist Kane! Nein! Das gibt's nicht! Der gottverdammte Pfosten verdirbt uns den Spaß.
Ist nicht zu fassen jetzt. Oscholek. Ayan. Dämmerbei. Ah. Ayan. Ich bin ganz aufgeregt. Dämmerbei. Hallo. Voll. Meine Herren. Und er gibt wieder keine Karte. Was ist denn hier los heute? Sag mal, keine Karte für den Elfmeter und das auch nicht? Das gibt's doch gar nicht. So, wer schießt? Auf jeden Fall Ayan. Der hat ziemlich richtig drauf. Ja, das macht er auch. Gut. Ayan. Ayan! Latte! Und... Penaljo hält, das gibt's doch nicht. Ist jetzt der alte erste Saisonflu vom HSV zurück? Ich sage nein. Ich will nicht. Beister. Ach, Podolski, das musst du ordentlicher machen. Oh, das ärgert mich jetzt. Es wäre doch das schönste Tor aller Zeiten und das wichtigste überhaupt geworden. Ayan. Tja, keiner bietet sich an. Wohin nur? Oh, eigentlich sollte zu Ostrolek gehen und dann so ein Mist. Ach Mann, das ärgert mich jetzt. Das ärgert mich extremst. So, Einwurf HSV nochmal. Hopp. Holtby. Ostrolek. Auf Kane. Und da ist Kleber und Podolski 2-2. Und Entschuldigung, dass ich jetzt nicht schreie, es ist mitten in der Nacht, aber wie geil. Verdiente Scheiße. Leute, bleibt dran, das wird ein langes Video. Podolski mit dem 2-2. Richtig geil. Richtig geil. Und ich finde, und ihr werdet auch zustimmen, verdient. Absolut verdient. Und wenn ihr das anders seht oder auch so seht, kommentiert es und drückt den Daumen nach oben. Definitiv. Denn der HSV ist back. Richtige Entscheidung, die drei Stürmer da reinzusetzen und alles zu geben oder nichts. Jetzt gehen wir hier mal ein bisschen zurück, dass wir nicht das Tor kassieren. Oder am besten noch das Tor machen. Podolski. Ja, Beißer ist müde. Schade. Schäfer. Und 2-2. Es geht in die Verlängerung. Wahnsinn, Leute. Und wir sind nur kurz nach einem Werbespot zurück. So, da sind wir auch wieder und wir sehen, Dortmund hat 3-0 Werder Bremen geschlagen. Auf geht's in die letzte Partie und das wird der Wahnsinn. Ayan ist sowas von saumüde. Ich weiß gar nicht, wir können, glaube ich, keinen Wechsel mehr machen, oder? Können wir noch einen Wechsel machen? Ach, wir können sogar noch einen Wechsel machen. Dann nehmen wir doch ein Zimmer noch mit rein. Wie schön. Machen wir das. Und los geht's. Der Wahnsinn, Leute. Der Wahnsinn. Mal gucken. Hoffentlich kein Elfmeterschießen. Ich bin nämlich nicht gut im Elfmeter. Schlechter Abschluss von Benjaljo. Wieder hat Kleber das nicht gut gemacht, meines Erachtens. Oh, da kommt das Wort schon wieder, Erachtens. Das ist gerade mein Lieblingswort. Boah, das war echt anstrengend jetzt, ne? Wie müde die alle sind. Einwurf HSV. Wir müssen uns ein bisschen ruhiger angehen, ob wir wollen oder nicht. Dämmerbei, schön gespielt. Zimmer. Der hat noch Platz. Puste. Gerade frisch eingewechselt. Aber leider nicht gut gemacht vom HSV. Oh, und Trapp muss da raus. Abseits, abseits. Ja, der HSV, ich muss mal kurz erwähnen, was die Statistiken angeht hier in der zweiten Saison, macht im DFB-Pokal ganz gerne auf dem letzten Drücker Tore.
Der Siegtreffer mit dem Hammertor von Junosevic gegen Hoffenheim in der, glaube ich, auch 90. Minute. Und jetzt wieder das 2-2 in der 90. Minute. Also, das geht hier schon rund und... Eieieiei. Alles klar. Haben jetzt wieder weggeklickt, es tut mir leid, sorry. Manchmal habe ich einfach den Drang, jetzt richtig rackzack offensiv. Und dann drücke ich es manchmal weg. Ich hoffe, ihr bringt mich jetzt nicht alle rum. Oh, schon weg. Ich muss das 3-3 halt machen. Ärgerlich. Aber ich habe das Gefühl, dass mein Team ein bisschen müder wirkt als das von Wolfsburg. Zimmer. Ah, schade. Giroud. Oh, super. Der geilste Fehler aller Zeiten. So, was mache ich jetzt? Giroud hat sich verletzt. Ah. Sowas von unverdiente Scheiße. Jetzt kann ich schon wieder 2 Tore aufholen. Und Giroud hat sich verletzt. Meine Fresse, was ist das für eine Scheiße hier gerade? So schön 2-2. Und jetzt steht es schon 4-2 für Wolfsburg. Und Giroud ist immer noch verletzt. Soll man nicht so ein Weichei sein? Podolski. Zimmer. Immer noch Beister. Das ist Holtby! Ah, noch die Flanke von Oschrolek. Es geht schon leider in die zweite Halbzeit. Der Nachspielzeiten. Das sieht nicht gut aus. Ärgert mich zu sowas von. Das kann ich jetzt schon sagen. Noch ist alles drin. Wir können auch in 15 Minuten 2 Tore schießen, rein theoretisch. Zimmer. Podolski auf Dämmer bei. Ah! Das macht mich gerade richtig wütend. Aggressiv. Das nervt mich gerade. Ich kann mit meinen Spielern auch gar nicht mehr rennen. Die humpeln alle schon wie Verrückten. Dass sie nicht mal 120 Minuten aushalten. Was sind das denn für Weicheier? Ja. Mensch. Das trappt sogar aus so einer Entfernung. Jetzt zur Ecke klären muss, ist ja peinlich. Mann, 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 haben wir das jetzt verbockt in der ersten Halbzeit. Oder vielleicht auch ganz. Trapp mal wieder. Jetzt zeigt er sich endlich mal. Aber leider zu spät. Es sieht wieder nicht nach einem Pokal Möglichkeiten für uns aus. Jetzt schon gar nicht. Das gibt's nicht. Das gibt es einfach nicht. Ob das jetzt daran liegt, dass das Spiel einfach jetzt berechnet, wie müde man ist, ich weiß es nicht. Ich kapiere es nicht. War doch so geil gerade eben noch in der 90. Minute. Und jetzt so. Eieieiei. Ganz ehrlich, das tut richtig weh. Also was ich einfach merke, dass die Abwehr grauenhaft müde ist. Wahrscheinlich kassieren wir jetzt noch 6-2. Meine Herren, hier geht ja gar nichts mehr. Keiner lässt sich mehr spielen. Das ist echt nicht mehr normal. Und jetzt Berami nochmal mit einem Konter. Podolski. Bester Mann heute eigentlich. Wäre jetzt vielleicht noch eine Chance. Beister. Immer noch Beister. Also das Spiel ist abgehakt, Leute. Ehrlich gesagt tut es mir richtig weh gerade. Unverdient war es an sich schon. Am Ende hat natürlich Wolfsburg einfach effektiver genutzt. War ein tolles 2-2 noch. Gute Aufholjagd. Was da plötzlich in der ersten Halbzeit passiert ist, habe ich keine Ahnung. Ich denke, es hat was mit den Berechnungen der Müdigkeiten zu tun. Es lässt sich alles so sauschwer spielen. Und da ist er. Der Abpfiff. Nicht mehr normal. Das tut mir leid für dieses Spiel, Leute. So ist Fußball. Ärgerlich. Wir wären im Halbfinale. Sind wir aber leider nicht.
Das macht mich ganz schön wütend gerade. Jetzt können wir uns halt komplett wieder auf die Bundesliga konzentrieren, weil ich auch dazu richtig Lust habe, nur die Bundesliga immer zu spielen. Jetzt muss ich mal mein Team komplett motivieren hier, das geht gar nicht. So, ein Jugendspieler akzeptiert Vertrag, ich bin gespannt, wie gut er ist. Oh, ja, 55 Stürmer. Ja, 16, könnte besser sein, ne? Egal. Gut, Leute, so ist Fußball. Ich glaube, ich muss jetzt mal kurz eine Pause machen. Das ist für mich, das muss ich erstmal verarbeiten. Und dann abhaken und gegen Hannover gewinnen. So sieht's aus. Bis dahin. Tschüss.